Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen zum vierten Mal diese Woche mit einem Blick auf die Märkte. Wir sehen uns hier zu den Handelsideen für Donnerstag, den 6. Dezember. Heute ist Nikolaus. Ich hoffe, Sie hatten was Schönes im Stiefel. Und dann schauen wir doch gleich mal, was die Märkte hier so bereit halten. Alle hier zusammen, die auch live zuschauen, wie immer meine Einladung, wenn Sie Lust haben, eine Frage haben, einen Chart analysiert haben möchten, bitte einfach hier in den entsprechenden Chats auf Facebook bzw. auf GoToWebinar die Frage oder die Kürzel reingeben und dann passt das alles. Ja, wie geht es weiter an den Märkten? Das ist die ziemlich große Frage. Wenn wir heute Morgen die Augen aufmachen und in die Indizes reinschauen, ja, was soll man da sagen? Es läuft ganz einfach momentan nach unten. Ich sehe gerade, die Elne schreibt mir, man sieht mich bei GoTo nicht. Da muss ich gleich mal schauen, an was das Ganze liegt. Technisch die Übertragung. Ich hoffe, der Bildschirm ist jetzt da. Also an der Stelle von denjenigen, die mich auf GoTo noch nicht gehört und gesehen haben, nochmal ein herzliches Willkommen heute. Jetzt sollte alles passen. Ton ist da, Bild ist da. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Guten Morgen, Rolf, Andreas, Olaf, Elena. Jetzt können wir, denke ich, auch direkt losgehen hier in die Handelsideen rein. Der Ton ist scheinbar auch stabil. Wenn es Informationen zum Ton gibt auf Facebook, das ist momentan so ein bisschen eine kritische Stelle, was ich ein bisschen überwache. Bitte einfach kurz eine Info, ob Ton und Bild gut da sind. Gut, starten wir mit dem heutigen Handelstag am Nikolaustag hier mit dem Risikohinweis, wie immer, der gilt natürlich auch heute, da gibt es nichts zu verschenken. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Also, das zum Risikohinweis und dann in die Wahnsinnslatte von Nachrichten. Wir sehen es hier heute Morgen um 8 Uhr. Ich muss mal kurz nachschauen, da gab es schon die Auftragseingänge der Industrie für Europa, also hier in Deutschland, 8 Uhr, ein Zuwachs von 0,3%. Prognose war ein Rückgang von 0,4%. Schauen wir mal, wie es der Markt aufnimmt. Aber ich glaube, wenn ich mir so ansehe, wie die vorbörslichen Kurse sind, wird das nicht wirklich viel Relevanz heute haben. Was gibt es noch im Laufe des Tages? Wir fangen wieder mit den wichtigsten Punkten an hier um 14.15 Uhr. In den USA ADP Beschäftigungsänderung, also hier der Arbeitsmarkt wieder. Um 16 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index hier, ISM Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Um 17 Uhr gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Und dann weit in der Nacht spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das hier als wichtiger Marker, weil da kommt immer mal Bewegung in die Märkte, wenn der Chef sozusagen hier spricht. Dann gibt es noch weiter auch in der Nacht nochmal ein kleines FOMC-Mitgliedssprechen. Herr Karls spricht, ich denke, das wird uns heute hier in keinster Weise beeinflussen. Das schauen wir dann entsprechend auch morgen. Was heute morgen noch sehr wichtig ist, hier, wir sehen es, die OPEC. Ja, wenn ich mit dem Finger auf den Monitor zeige, hilft Ihnen das relativ wenig. Um 10 Uhr spricht die OPEC. Da ist die Pressekonferenz. Das bleibt spannend. Wie wird sich die OPEC verhalten? Wir haben mittlerweile einen Rückgang des weltweiten Ölverbrauchs. Zumindest ist das der Konsens, den man in den Medien immer mal wieder hört. Wird es hier Drosselungen geben? Wenn ja, wie wirken sich die Drosselungen auf den Ölpreis auf? Wirkt es stabilisierend oder aber wirkt es nicht und die Ölpreise fallen weiter? Das wird sich zeigen. Ich bin gespannt, was die OPEC sagt. Wir sollten hier genau hinhören und danach genau hinschauen, was die Märkte daraus machen. Was gibt es am Nachmittag noch? Es gibt aus den USA Zahlen zu den Exporten und den Importen, die Handelsbilanz gibt. Es gibt die Lohnstückkosten, alles das um 14.30 Uhr. Um 14.55 Uhr gibt es dann hier den Market-Einkaufsmanager-Index. Also all das, was wir hier oben um 16 Uhr im großen Einkaufsmanager-Index auch lesen, als Zusatz dazu sozusagen. Um 16 Uhr gibt es dann weitere Punkte, zivile Investitionsgüter ohne Flugzeug. Es gibt die Auftragseingänge. Das alles hier heute. Also Sie sehen, die Latte ist sehr, sehr lang an Nachrichten. Da kann viel kommen, was die Märkte heute in die eine oder andere Richtung bewegt. Das wird sich zeigen, was der Markt entsprechend daraus macht. Gestern gab es ja dann noch das Beachbook. Da sprechen wir morgen intensiv drüber. Ich habe auch noch gar nicht reingeschaut, was an Nachrichten kam. Das habe ich heute Morgen zeitlich nicht geschafft. Das sprechen wir morgen im Fachteil sozusagen zum Webinar nach dem Blick
auf die Märkte einmal durch, einfach um zu schauen, wie es der US-Wirtschaft im Moment geht, weil das sind ja wichtige Dinge, die die Zentralbank auch immer interessieren in puncto Zinsgestaltung. Schauen wir mal in die Märkte hinein, und zwar hier starten wir mal mit dem Währungspaar US-Dollar-Türkische Lira. Danach sprechen wir über das britische Pfund Neuseeland-Dollar und den FTSE 100, den, sagen wir mal, sehr angeschlagenen britischen Aktienindex. Sascha, guten Morgen, Theo. Das passt also ganz gut. Dann schauen wir rein. Was macht die türkische Lira hier? Wir haben weiterhin, wir sehen es hier im Chart, den Abwärtstrend schön nach unten am Laufen. Ja, wir haben jetzt hier eine Korrektur, die ist ordentlich tief reingelaufen. Ich meine, jetzt, wenn man das bildlich mal einordnet, so wahnsinnig viel ist das jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber man kann das Ganze sehr schön traden. Was kann man sehr schön traden? Wir müssen jetzt einfach mal zugrunde legen, wir haben jetzt hier einen laufenden Abwärtstrend. Wir haben jetzt hier eine schöne tiefe Korrektur. Ne? Diese Bewegung hier nach unten ist dort ordentlich deutlich korrigiert worden, hier oben im Bereich um die 544,933 ist ein Level, da haben wir hier oben gesehen, da stößt der Markt sich den Kopf, da ist er runtergelaufen. Jetzt ist noch keine Entscheidung getroffen. Gestern gab es hier die erste Umkehrkerze. Wichtig ist, was jetzt passiert. Die Umkehrkerze braucht definitiv eine Bestätigung. Kommt die Bestätigung nicht, könnte es sein, dass die Korrektur sich noch ein Stück weit ausdehnt. Das heißt, wir könnten hier noch nach oben laufen, erstmal wieder in den Widerstandsbereich hier oben rein, um die 544,933, beziehungsweise könnte sich die Korrektur natürlich auch noch etwas ausdehnen in ihrem korrektiven Charakter, dann haben wir hier oben ein paar Tageshochs liegen, hier um die 5,49,915 und dann hier oben drüber noch im Bereich dieses Hochs hier, das haben wir liegen bei 5,54,077, das ist die Marke hier oben, das ist der Punkt, da ist der Trend dann auch gebrochen, aber bis dahin kann sich die Korrektur entsprechend auch ausdehnen, ohne weiteres, das wäre im normalen Fall, aber, und jetzt kommt der Punkt, der hier für mich aus meinen Augen sehr, sehr interessant ist, hier oben gab es einen Deckel drauf, das sieht man auch in der Stunde, der Markt schiebt jetzt runter, gestern kam hier entsprechend die erste Umkehrkerze, bestätigt sich das Ganze? Schiebt der Markt hier drunter, setzt sich der Trend der Stunde nach unten fort und dann haben wir den Stundentrend nach unten laufen. Und das ist das Zeichen, da läuft die Stunde, also die Bewegung, wieder in Richtung des übergeordneten Trends. Sehr interessant, Anlaufpunkte dann an dieser Stelle hier, das Tagestief um die 5,22,383, beziehungsweise erst einmal bei Trendfortsetzung hier unten das Trendtief um die Marke von 5,13,730. Wenn es dann weitergeht, der Markt schön weiter nach unten läuft, und wenn wir uns diesen Trend hier mal angucken, da haben wir ja schon schön immer aus den Korrekturen heraus ordentliche Bewegungen gesehen, dann haben wir hier auch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar das nächste Support-Level anlaufen. Das Support-Level liegt hier in diesem Bereich, als der Markt damals hier so stark nach oben geschoben hat. Das ist ein Level, da könnte es unter Umständen erst einmal wieder zu einer Gegenreaktion kommen, wenn die Bewegung sich so weit rausläuft. Aber bis dahin ist halt Platz, das Potenzial ist da, das sehen wir hier sehr, sehr schön. Also das sind Dinge, die sollten wir hier unbedingt auf dem Auge haben oder im Auge haben, mit dem Blick auf den Chart hier, wenn es hier drunter geht, dann haben wir auch noch ein paar Tagestiefs liegen vor dieser breiten Unterstützung hier unten. Da haben wir hier beispielsweise vom 6.8. das Tagestief bei 5,08447. Hier liegt auch noch was bei 5,05912. Das sind Marken, da kann der Markt reinlaufen und das ist spannend, das ist wichtig. Das heißt hier an dieser Stelle der Blick hier rein. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde ansehen, dann sehen wir hier schön diesen laufenden Abwärtstrend. Und das ist das, was ich meine, da zeigt uns der Markt. Hier oben ging es nicht weiter. Hier hat sich ein Abwärtstrend sozusagen etabliert, Bewegung, Korrektur, sharp ist der Trend entstanden, jetzt die Korrektur nach oben und dann schiebt es das Ganze schön nach unten hin. Das ist hochinteressant und das ist spannend und das ist das Indiz, was wir brauchen, wenn sich dieser Trend entsprechend fortsetzt. Das ist die Korrektur, beziehungsweise aktuell die Korrektur, die setzt sich dann in die Bewegung fort, schiebt die Stunde nach unten, bestätigt dann sozusagen das Signal des gestrigen Handelstages und damit ist der Weg erst einmal frei. Dann zeigt uns der Markt, er möchte lieber die Kurse nach unten sehen als die Kurse nach oben. Dann schauen wir uns im nächsten Chart hier im Tag erst einmal das britische Pfund Neuseeland-Dollar an. Auch hier der Markt in einer exponierten Situation, in einer exponierten Lage. Gestern hier
Kleinen Augenblick, ich zoome es mal zusammen. Gestern hier der weite Schub in diesen Supportbereich hier unten rein. Wir haben hier um die 1,83267. Ich mache mal kurz den Chart ein bisschen enger, damit wir sehen, wo es herkommt. Hier drüben. Das ist die Marke, das ist ein Support, das war ein Tiefbereich aus dem Aufwärtstrend, den wir hier drüben hatten, aus dem Jahr, wann war es gewesen? 2017, im Herbst 2017, dieser Bereich hier unten, da stehen wir jetzt drinnen und da sehen wir auch, welche Chancen an solchen Punkten immer, immer, immer wieder liegen. Und jetzt haben wir hier als Händler zwei verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Nummer eins, diejenigen, die sich sagen, okay, wir haben einen Abwärtstrend vorliegen. Ich möchte hier diesen Abwärtstrend weiter entsprechend traden. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist jetzt ein korrektives Verhalten. Wir warten auf eine Umkehr. Völlig legitim, absolut in Ordnung. Heißt jetzt hier, wir schauen als Händler, die in diesen Trend hineinhandeln möchten, erst einmal zu, wie sich der Markt entsprechend bewegt. Das heißt, jetzt wird sich hier ein Korrekturmuster ausbilden. Sei es eine Flagge, sei es eine Seitwärtsbewegung, sei es ein Dreieck. In irgendeiner Art und Weise wird sich hier entsprechend eine Korrektur herausarbeiten. Und das ist jetzt an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Wir laufen hier nach oben. Und wenn wir als Korrekturhändler arbeiten möchten, dann ist das auch interessant. Dann schauen wir in den untergeordneten Zeitbereich. Spannend ist es halt geworden, weil wir hier unten in diesem Widerstandsbereich, nein, in diesem Supportbereich, sozusagen auf Widerstand nach unten gestoßen sind. Der Markt wollte nicht mehr runter. Wir haben hier unten die Bodenbildung gesehen in der Stunde. Und das gibt uns jetzt das Potenzial, davon auszugehen, dass wir hier ein Stück weit hochlaufen. Je nachdem, wie weit sich das Ganze entsprechend nach oben ausarbeitet, können wir entsprechend davon ausgehen, den Markt nach oben zu betreuen. Das heißt hier entsprechend die Tageshochs mal anzulaufen. Da haben wir ja einige liegen, je nachdem wie tief die Korrektur läuft. Der nächste Tageshochanlaufpunkt wäre hier die 1,86515. Dann haben wir hier die 1,87646 und dann hier oben noch das Tageshoch bei 1,88494, bevor wir dann hier oben in den Bereich des aktuellen Korrekturhochs dieses Abwärtstrend vorstoßen. Nach unten hin, wenn der Markt wieder rumdreht, dann ist natürlich erstmal wichtig, was passiert hier unten im Supportbereich. Hält das Ganze nicht, dann haben wir hier nach unten hin die nächsten Anlaufpunkte. Da haben wir auch einige Tiefs, da zoome ich mal kurz wieder zusammen. Hier unten kommen die her, da haben wir hier ein paar Tagestiefs stehen, auch ganz, ganz weit weg. Aber es könnte möglicherweise dort wieder zu den Bereichen kommen, wo wir Pivots haben, die sich drehen, wo Drehpunkte da sind. Und das ist von der Seite her sehr, sehr wichtig, was wir beachten können als Potenzial, was nach unten hin gehen kann. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt noch einmal im Stundentrend sozusagen an. Wir gucken mal in die Stunde, wie sich hier unten diese Bodenbildung auch abzeichnet. Und das ist ein Muster, das hatte ich hier in den Webinaren auch schon öfter mal entsprechend gezeigt. Wir haben jetzt hier, schaut euch das mal an, schön der Trend nach unten laufend. Hier gab es den ersten Bruch an dieser Stelle, da ist der Markt drüber gelaufen. Dann gab es die Korrektur und dann hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Und das schiebt sich jetzt so Stück für Stück nach oben. Und jetzt haben wir halt wirklich das Potenzial, wenn wir jetzt beispielsweise in die Stunde reintreten, das heißt aus den kleineren Zeiteinheiten in den Trend der Stunde, wohlwissend, dass wir die Korrektur des Tages handeln, aber dieser aktive Stundentrend, der hat ja die Chance nach oben zu laufen, weil wir haben ja hier einige Punkte in diesem Markt auch liegen, wo Orders von anderen Händlern liegen könnten, die uns dann entsprechend dazu genügen, unsere Gewinne mitzunehmen, beziehungsweise den Schub nach oben weiter zu versorgen, weil hier Kauforders warten. Und das können wir nutzen, wenn die Korrektur uns anzeigt, wenn wir hier in der Stunde schöne Korrektursignale bekommen. Das kann sie dann ein Stück weit nach oben zu traden. Das wäre genau das, was wir brauchen, um zu sehen, jetzt geht es nach unten. Hier oben sieht es dann aus, wie wir das gerade eben bei dem Chart von der türkischen Lira hatten. Hier oben seht ihr hier Bewegung, also Bewegung, Korrektur, Trendentstehung, dann das Ganze nach oben geschoben. Hier gab es entsprechend das tiefere hoch. Das sind Dinge, sowas sehen wir dann, wenn die Korrektur hier zu Ende geht, dass die Stunde wieder bricht. Das wäre dann entsprechend das Signal für diejenigen, die die Bewegung in Trendrichtung des Tages traden möchten. Darauf warten die. Also wir schauen mal, was hier an Potenzial kommt, wo der Markt hinläuft, wie weit er entsprechend korrigiert. Nach Korrektur haben wir einiges an Potenzial nach oben da. Wenn es dann rumdreht, je nachdem nach Ausmaß der entsprechenden Korrektur, das wir hier im Tag sehen können, dann ist es natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir rumdrehen, wie tief wir gelaufen sind, wie hoch das Potenzial nach unten wird. Das bleibt interessant, müssen wir hinschauen. Auf alle Fälle ein Chart, wo ordentlich Potenzial für gute Bewegungen in die ein oder andere Richtung drinnen liegt. Und wenn wir gerade oder wo wir gerade bei Potenzial sind, gehen wir jetzt in den Index rein, den ich heute auf der Uhr mit habe, und zwar der britische Index. Der ist ja momentan wirtschaftlich und politisch getrieben.
Heißt also, das Thema mit dem Brexit hat hier sehr, sehr starke Auswirkungen auch auf die, sag ich mal, Bewegungen im Index, aber auch natürlich auf die entsprechende Währung, auf den Preis der Währung. Und heute schauen wir hier einfach mal in den UK 100 rein. Hier haben wir es liegen. Da ist der Chart. Wir hatten hier noch vor einiger Zeit die Situation, dass der Markt tatsächlich nach oben gelaufen ist, diesen Abwärtstrend hier rausgenommen hat, danach Korrektur reingelegen hat. Und gestern waren wir hier unten in diesem Bereich um dieses Tief hier. Und das war interessant. Da hatte der Markt sozusagen immer noch die Chance, er ist ja intraday auch ein Stück weit hochgelaufen, an dieser Stelle hier etwas rumzudrehen und nach oben zu laufen und doch möglicherweise hier das nächste höhere Tief im Markt zu hinterlassen. Aber Pustekuchen. Heute Morgen Rechner angemacht, geguckt, bäm, unten drunter gelaufen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Wochenchart, nur um mal zu sehen, was los ist. Hier im Wochenchart ist eins jetzt extrem wichtig. Aus rein technischer Sicht haben wir jetzt hier Folgendes. Wir haben dieses Tief unterschritten. Ne? Also hier gab es ja schon mal, dieser Aufwärtstrend wurde da hier schon mal mit diesem Move gebrochen. Dann ist der Markt nochmal hochgelaufen, hat nochmal hier oben angelupft, aber komplett wieder abverkauft. Da haben wir schon gesehen, der Markt, der will jetzt einfach nicht mehr hoch. Und jetzt haben wir hier die Situation, jetzt sind wir wieder hier unten drunter gelaufen. Gestern zu heute, da sind wir hier unten war das Tief. Wir sind weit, weit unter dieses Tief hier, unter dieses Jahrestief drunter gelaufen. Das heißt, wir haben hier ein neues Jahrestief geschrieben. Das sieht hier technisch überhaupt nicht gut aus, wenn man auf Kurse in die steigende Richtung gehen möchte und sagen möchte, okay, hier gab es mal den Versuch, diesen Abwärtstrend zu beenden. Das Thema ist jetzt aus rein technischer Natur vom Tisch, weil wir haben jetzt hier entsprechend die Punkte rausgenommen nach unten hin. All das ist jetzt erst einmal Geschichte. Jetzt muss man erst mal ein bisschen abwarten und schauen, wie sich der Markt entwickelt. Wenn wir uns das Potenzial mal anschauen, was wir hier haben, dann wäre es jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir hier ein bisschen Gezappel bekommen, vielleicht ein Stückchen Aufwärtsbewegung hier in diesem Bereich. Aber mittelfristig, wenn es hier sich so technisch weiterentwickelt, wie wir das momentan gerade haben, dann haben wir hier einfach die Situation, dass wir hier im Fokus jetzt, glaube ich, mittelfristig die Marke von 6.650 Punkten mit im Auge behalten müssen. Das ist der Bereich hier unten, den wir hier sehen, wo wir im Jahr, wo sind wir denn gewesen? 2016 ist das. Das waren Tiefs hier in 2016. Da unten sind wir jetzt angekommen. Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo wir aus charttechnischer Sicht ohne weiteres auch hinlaufen können. Also das hier aus dieser Sicht mal im Monatschart. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal eben auf Tagesbasis an, was wir gerade hier sehen. Und wir sehen hier ein klassisches, typisches Verhalten. Der Markt sticht erstmal hier unten drunter raus, dann kommen unten drunter erst einmal keine Punkte mehr zum Abholen. Das heißt, der Orderfluss nach unten hin, der versiegt zu langsam und dann kommt es zu einer Gegenbewegung, weil einfach hier unten dann erst einmal keine Kauforders liegen. Jetzt wird es allerdings interessant, was hier passiert. Wenn wir uns das Ganze untergeordnet mal anschauen, dann haben wir jetzt hier im Markt einen Abwärtstrend auch am Laufen. Ich mache die Linie mal eben rot, damit wir das besser sehen können. Das heißt, wir haben jetzt hier nach dieser starken Aufwärtsbewegung den ersten Schub nach unten wieder gehabt. Dann gab es hier erst einmal eine Gegenbewegung, die haben wir ja gesehen. Und jetzt sind wir hier in der Situation, jetzt sehen wir hier schön den Abwärtstrend. Und wir sehen halt hier, der Abwärtstrend ist hier ordentlich in seiner Bewegung. Das heißt, hier könnte Korrektur kommen. Wohin sie läuft, vielleicht zum Gap Close, möglicherweise höher aufs Tageshoch von gestern. Mit Blick in den Tageschart, in den Stundenchart, hilft uns das halt nicht immens viel, dass wir hier laufen können, weil dieses starke Gap nach unten ist halt einfach hier Abwärtstrend und das ist jetzt nichts anderes als eine starke Bewegung, was wir hier nach unten hatten. Jetzt muss der Markt mal sich wiederfinden. Wir haben halt hier weit nach oben Potenzial. Das heißt, wenn man mal sich diesen Trendverlauf entsprechend eingeht, hier in diesem Bereich könnte ein Rebound laufen, ohne jetzt diesen Abwärtstrend kaputt zu machen. Das heißt, hier müssen wir mal schauen, was sich kurzfristig ergibt, die Lage etwas sortieren. Aber kurzfristig agierende Händler könnten aufgrund dieses Schubes hier nach oben schon sagen, okay, wir schauen mal, wie sich das Ganze agiert. Und wenn sich hier doch etwas Positives im heutigen Tagesverlauf ergibt, dann gibt sich schon die Chance, dass man möglicherweise hier ein Gap Close hat. Da muss man aber erst einmal abwarten, was passiert, weil der Schub nach unten war schon deutlich, aber der erste Ruck nach oben halt ebenfalls auch. Und da müssen wir sehen, wie sich der Markt orientiert nach oben hin. Potenzial ist auf alle Fälle da, wenn wir hier dann nach diesem Rutsch nicht nur eine kurzfristige Erholung bekommen, sondern vielleicht einen Schub über ein paar Tage nach oben bekommen, dann sehen wir halt hier im Chart wieder schöne Anlaufpunkte. Hier haben wir entsprechend die Hochs, die liegen hier
in diesen Bereichen hier, ich gehe mal ganz kurz mit dem Fadenkreuz drauf, also hier an dieser Stelle um die, was ist das, 6.960, hier unten die 6.975, dann haben wir hier bei knapp 7.050 Punkten, hier oben bei 7.000 ungefähr 100, also wir haben nach oben hin schon ein paar Punkte, die man anlaufen kann, aber noch ist hier nichts entschieden, das heißt, der Markt zeigt uns noch nicht an, wo es hingehen soll, er ist hier auf einem Niveau, wo er es aktuell seitlich läuft, der Schub nach unten war klar, mittelfristig, der Blick aktuell deutlich und definitiv nach unten gerichtet. Die Korrektur könnte uns jetzt ein Stück weit nach oben bringen. Da müssen wir aber mal schauen, was hier läuft, weil der Trend, den wir hier hatten, der hat uns auch keine klaren Hinweise gegeben. Ne? Wir hatten hier beispielsweise eine ganz tiefe Korrektur, hier nur eine flache Korrektur. Es wird sich also wirklich zeigen, was wir hier machen. Wir können da auf nichts zurückfassen. Das heißt hier, sehr wichtig, bitte unbedingt auf den Markt hören. Und da können wir auf alle Fälle die ein oder andere gute Chance auch erwarten, weil hier ist Fokus drauf. Bei anderen Märkten sehen wir das ganz genauso. Also wenn wir mal, bevor wir morgen in die große Chartanalyse reingehen, aber wenn wir uns mal anschauen, was hier beispielsweise auch im DAX entsprechend passiert ist, der Markt wackelt hier heute unter die 11.000-Punkte-Marke gelaufen, zack, schiebt es den Markt gleich wieder nach oben. Das heißt, hier ist auch eine sehr, sehr starke Überdehnung der Bewegung sozusagen auch da gewesen und jetzt schiebt es den Markt hier hoch. Also wir sehen diese riesengroßen, starken Schwünge nach unten, die sorgen auch immer für Gegenbewegung und das ist das für Aktivtrader sehr, sehr interessante Marktumfeld, das wir hier gerade haben. Das bleibt hier sehr, sehr spannend. An dieser Stelle schaue ich nochmal in die Chats hinein, ob es Fragen gibt. Auf Facebook und auf GoTo sehe ich jetzt hier nichts. Also von der Seite her, danke wieder für die Aufmerksamkeit. Allen einen angenehmen, erfolgreichen Trading-Donnerstag und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel. Tschüss.